Hallo, hallo, einen wunderschönen Abend zusammen. Ja, dieses Thema brennt mir eigentlich schon lange auf den Lippen. Hochsensibel. Und jetzt ist es an der Zeit, jetzt muss ich wirklich meine Ansicht darüber kundtun. Und zwar klar und deutlich. Und nicht um irgendjemanden zu verletzen oder vor den Kopf zu schlagen, sondern um wirklich Klarheit zu schaffen. Überall. Ja, hochsensibel, hochsensibel. Hochsensibel ist ein Label. Hochsensibel ist ein Label wie jedes andere Krankheitslabel auch. Und was heißt das hochsensibel? Hochsensibel heißt, dass du dich in die falschen Energien eintunst. Für die von euch, die schon mehr Meditationen gemacht haben von Dr. Joe Dispenza und da schon ein bisschen tiefer drin sind, die wissen auch, dass er immer sagt, tune in. Also, tune dich ein, verbinde dich mit der Energie, der Liebe, der Schöpfung, der Mirakel, also der Wunder. Verbinde dich mit der Energie der göttlichen Intelligenz, mit was auch immer. Mit dieser Energie gilt es, sich zu verbinden. Und diese Energie, die fühlt sich gut an, die fühlt sich immer gut an, die fühlt sich sicher an, die fühlt sich nach Liebe an, die fühlt sich warm an, die fühlt sich weich an. Und was hochsensibel nichts anderes bedeutet, ist, dass du den falschen Sender eingeschalten hast. Wenn du glaubst, du bist hochsensibel, weil du andere spürst, dann ist es, weil du dich in andere eintunst, weil du eine Verbindung herstellst mit den Emotionen, respektive mit den Gedanken, die natürlich die Emotionen der anderen kreieren. Das ist hochsensibel. Ich sage es jetzt mal ganz krass, du hast deine Antennen dort, wo es sich nicht gut anfühlt. Warum solltest du das tun? Warum verbindest du dich mit Gefühlen, die unangenehm sind? Warum gehst du da rein? Nur weil du sozusagen sensibel bist, hochsensibel und diese Dinge spüren kannst, geht es doch trotzdem darum, dass du Eigenverantwortung übernimmst und dich entscheidest, ja, mit was will ich mich denn verbinden? Will ich mich tatsächlich damit verbinden, dass sich andere irgendwie schlecht fühlen? Oder will ich mich damit verbinden, dass andere sich unsicher fühlen? Oder will ich denn nicht lieber bei mir selber bleiben und mich dorthin verbinden, nach oben, wo ich hingehöre, wo ich herkomme, zu den höheren Schwingungen? Das ist einfach mein Appell an euch, die ihr euch das Label hochsensibel geholt habt oder irgendwie denkt, ja, oh mein Gott, wenn ich wenigstens hochsensibel bin, dann weiß ich, warum ich so leide. Aber du leidest nicht, weil du hochsensibel bist. Jeder ist hochsensibel, aber du leidest, weil du dich in die falsche Richtung eintunst, weil du dich in falsche Richtung verbindest. Und das ist genau das, um was es geht. Nach innen zu gehen, zu sehen, wer bin ich, was ist meine natürliche Schwingung, wenn ich nicht diese furchtbaren Gedanken habe oder wenn ich mich nicht mit den furchtbaren Gedanken und Emotionen anderer im Außen mit dem kollektiven Bewusstsein verbinde. Wir sind hier, dass wir uns mit dem Höheren verbinden, mit dem Feld, mit dem, wo alles eins ist, wo sich alles gut anfühlt, damit wir als welche von denen, die sich gut anfühlen und die sich gut fühlen, durch die Welt laufen können, dass die Menschen sehen, oh mein Gott, es ist ja nicht so, dass es einfach überall sich schlecht und ängstlich und gefährlich anfühlt, sondern dass wir dazu beitragen, in dieses kollektive Bewusstsein reinzufüttern, und zwar die Urenergie, die Schöpferenergie, die gute Energie. Und deswegen, wie alle Labels, ich bin echt kein Fan von Labels, weil die Identität, die du dir damit gibst, alles, was dazugehört, das bist du dann. Willst du das sein? Entscheide dich doch wirklich, wer du sein möchtest. Entscheide dich doch wirklich für deine Identität, für deine Persönlichkeit. Unabhängig davon, was für ein Label du irgendwann mal bekommen hast. Wir kriegen alle im Laufe unserer Entwicklung so viele Labels von Leuten, die irgendwelche Sachen beurteilen aus ihrer Perspektive, aus dem einzig und allein aus dem, was sie können. Ich würde euch wirklich allen raten, A,
Schaut mal an, was für Labels ihr angenommen habt, die euch irgendwann mal gegeben worden ist, und reißt sie euch ab und entscheidet, wer ihr sein wollt und welche Persönlichkeit ihr hier in diese Welt raustragen wollt. Und zweitens, wenn ihr tatsächlich irgendwann mal euch das Label hochsensibel gegeben oder genommen habt, um zu verstehen, warum ihr so leidet wegen den anderen, dann reißt euch auch dieses Label ab und sagt, ich orientiere mich nicht mehr im Außen. Ich verbinde mich nicht mehr mit unangenehmen Gefühlen, die mir im Außen reflektiert werden, sondern ich verbinde mich mit dem, was ich wirklich bin, und ich lerne, diese Persönlichkeit zu sein, die ich von Natur aus her bin, ohne dass mir irgendwelche Labels aufgedrückt worden sind. Und dann bist du bei dir. Das heißt es, dann bist du bei dir. Und fummelst nicht mit deinen Antennen, die so hochsensibel sind, die alles wahrnehmen können, was im Außen passiert, dort rum, wo es nicht schön ist. Das wäre genauso, als wenn ich irgendwie Hardrock hasse und jeden Tag Hardrock einstelle in meinem Radio und sage, ich bin so hochsensibel, ich hasse diesen Hardrock. Dann stell ihn um und stell einen Sender ein, der dir gefällt, der dir erlaubt, dich wohlzufühlen. Nimm deine Fühler zurück zu dir, streck sie nach oben aus, streck sie dorthin aus ins Feld, wo alles die höchsten Energien zu Hause sind, und wohne dort und nicht da draußen im kollektiven Bewusstsein oder in dem Bewusstsein, das von deiner alten Realität eben dir übergestülpt worden ist, dass du nicht mehr sein möchtest. Du darfst sein, wer du willst. Wähle eine Persönlichkeit, wähle eine Identität. Lass deine alte Identität, die nicht deine ist, die nicht dem entspricht, was du bist, weil sie sich schlecht anfühlt. Lass sie dort, wo sie ist, und zwar in der Vergangenheit. Und geh als die Persönlichkeit in die Zukunft, die du sein willst, und nicht die irgendein anderer dir mal übergestülpt hat oder belabelt hat. Du bist frei. Du kannst sein, wer du willst. Also, mach das einfach und fühl dich einfach grundlos glücklich. Gib dir die Erlaubnis. Erlaube dir, dich so gut wie möglich zu fühlen. Nicht sich schlecht fühlen, weil andere sich schlecht fühlen, sondern Leuchtturm zu sein, Vorbild zu sein, scheinen, dass die anderen Erlaubnis bekommen, sich auch gut zu fühlen. Weil es gibt keinen Grund auf dieser Welt, sich schlecht zu fühlen. Keinen einzigen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich bin mal gespannt auf die Bemerkungen. Wahrscheinlich wird das nicht alles so liebend sein, aber ich finde es absolut wichtig, hier Klarheit auszusprechen. Ich habe euch alle ganz fest lieb und wünsche euch einen tollen Abend. Ciao!